Dunkle Grüße und willkommen zurück zum Xenoblade-Sonntag. Kurzer Check. Ja, Mikros an. Wir freuen uns, dass es wieder mal passiert. Das ist jetzt wieder ein paar Streams nicht passiert, aber bevor es doch passiert, mal gucken. So, willkommen zurück. Wir machen weiter. Und gönnen uns mal die neue Gegend, die wir jetzt erforschen können. Ah, Kevis, sehr schön. Ich baue ein paar Kevis-Helme, glaube ich. Können wir bestimmt gleich einsammeln da unten. Oh ja. 14 Kämpfe vor uns. Aber natürlich gehen wir erstmal nach oben. Ist ja selbstverständlich. Oh, hallo. Hast du einen Helm dabei, sag mal? Wenn ja, immer her damit. Aber ich muss sagen, nachdem ich jetzt alles gemacht habe an Nebenaufgaben, die ich bis jetzt machen konnte, bis diesen weiteren Punkt der Story, wo wir gerade sind. Tantal war das gewesen, wo ich habe den Namen letzte Woche total oft gesucht. Das war der Uraya-artige Titan, genau, okay. Das alles Tantal hier. Ah, okay, da kommt das gut. Jetzt haben wir den Namen wieder mal. Jedenfalls, dafür, was ich alles machen konnte bis jetzt und falls ich gemacht habe, bin ich trotzdem bloß mal 2 Level höher als die Leute hier, die rumlaufen. Weiß nicht, ob ich das gut oder schlecht finden soll. Zum einen bin ich total overpowered, das ist gut. Zum anderen ist es ein bisschen schade, weil ich bin gerne overpowered. Und dann wiederum heißt das aber auch, dass die Bosskämpfe wohl noch knackig werden dürften demnächst. 3 von 8 erst, oha. Glaubt, das Gebiet ist auch noch ein bisschen größer, als man erst vielleicht dachte. Du hast es. Ich habe keine Einschätzung davon, wie groß es sein kann, aber da ist ja so klar, dass wir noch 2 Sachen zu begehen haben, 2 Gebiete. Ich bin ja gerade effektiv in einem Gebiet, wo ich schon vorher war, also kein neues Gebiet. Ne? Also ich habe auch die ganzen Sachen, die ich jetzt hier habe, ja, 100%, genau. Und danach kommen nochmal 2 Gebiete ran. Nach dem erkundeten und so weiter. Was wir gesagt haben, Prison Island und eben Origin. Ich mache erstmal das hier, wenn es recht ist. Panoramagespräche. Schöne Sache. Schönes Panorama vor allem. Aha. That's Snowy Mountain. It's like Capricorn Peak in the upper reaches of Etia. Yeah. Must be horribly cold there. I see it's not just Valak Mountain. Some of Ulrest too. Yeah. Going by the Tantalese ruins there, it must have got fused with Gembu's interior too. I would hate to get stranded in a place like that. Auch dieser Ort existiert im Hauptspiel von Teil 3 nicht. Aber wie gesagt, wenn wir in der Mitte von Ionios sind, Quatsch. Doch, Ionios war das ja. Dann ist nachher alles nur noch Wasser, wenn wir in Teil 3 dann spielen. Also alles hier offenbar am Ende vom DLC versenkt wird, schätze ich mal. Haben wir den Loot-Container mal angeschaut von der Expedition. Ein Raumschiff, KI-Event hier einfach 12 Millionen wert. Ich habe mich mit den Expeditionen bei No Man's Sky gar nicht mit beschäftigt. Sah jetzt nicht so aus, als wenn man so coole Sachen kriegen könnte bei dieser aktuellen Expedition fürs Hauptspiel, daher keine Ahnung. Hat auch überlegt, das zu machen, die Expedition, wollte ich schon mal tun, aber irgendwie, weiß nicht, habe ich es dann halt doch nicht. Oh, fuck. So schnell kann es gehen, da kommt ein 42er Boss raus, war ja klar. Ja komm, gib ihm, ich bin auf gleichem Level, dass ich es schaffen werde. So, hier ist Sheila. Jetzt habe ich Schwanken gehabt gerade, statt umwerfen bei Rex. Also irgendwie immer, wenn ich zuerst ein Combo mache mit den oberen beiden Dingern, wird der untere zu einem wie heißt das? Schwankending. Faszinierend. Ach, verdammt. Oh, ja, sehr schön. Ab dafür. Item her. Ich weiß nicht wer, aber irgendwer, der nicht ich, das habe ich gerade zum Schleudern gebracht. Finde ich nett. Finde ich völlig nett. Bombenschalzer! Au. Barriere, vielen Dank. Hier, siehst du? Genau. Ich mache oben die beiden Kombo-Dinger. Dann werde ich umwerfen und dann wird es wieder zum anderen. Das ist ja mega geil. Alleine diesen schon 108 Millionen, ich glaube, 2 Millionen Gewinn macht man. Du weißt, wenn man ein Expeditionsspiel kriegt, man 2 Millionen fürs Hauptspiel oder was. Naja, gut. Für die Länge des
die Expedition, die man aufwenden muss. Glaube ich nicht so geil. Dann lieber Wächterschiffe verkaufen, oder? Und nochmal mehr Items für mich. Oder bekommt man hier ums Hauptspiel rüber geliefert, die Dinger, die du gerade erwähnt hast, Shadow. Und sie muss in den Expeditionen selbst nutzbar. Kann ja auch sein. Ich glaube, aktuell kann man bloß ein paar Cosmetics übertragen. Ins Hauptspiel. Irgendwie so, ich weiß ja nicht genau. Ach Mist. Au, ach damit. Böser Vogel. Schwank doch nochmal bitte auf. Das war's. Ach so, du meinst was ganz anderes. Ach so. Da meinst du wirklich diese Spezialmission, diesen Modus, Spezialmodus. Ach so. Ja, okay. Naja, alles gut. Ich dachte, du hast, ja. Stirb. Schwanken, umwerfen, schleudern und Mist. Nicht nochmal geschafft, leider. Danke, danke, danke. Sehr gut, sehr gut. Most Data. Ich mag Data. Ist ein toller Roboter. Android. Android. Geheimpunkt. Na, ein bisschen geheim vielleicht. Und, was gibt's Schönes? Techniklizenz. Ach, nur mit der okay. 2 von 7, alles klar. Darum kurz auf der Karte, das Auto wird zeigen, wir nehmen Quest. Wem gebe ich denn jetzt neue Techniken? Oh. Einfacher. Nee, gar nicht wahr. Du hast ja schon lange. Dann bekommt es mein Schulky Boy. Und das heißt auch im Umkehrschluss, du darfst dann noch Technik erlernen von mir. Harmoniewachstum. Also die letzte, die du noch brauchst, ne? Plop. Oh, if I do it like this. Und. Let's work on this one. Weitermachen. Hier mal schön viele von haben. Komm. Wir stärken jetzt bis zum Ende, weil. Schnell aufladen, mehr Wut ziehen und so weiter, ist ja ganz klar. Ich glaube, diese Spezialsachen, die macht ja auch die KI gar nicht, oder? Die A-Knöpfe-Angriffe? Ich glaube nicht. Habe ich nie groß bemerkt, jedenfalls. Let's work on this one. Gut, das ist immer noch für mich relativ egal. Ist nett, aber brauche ich jetzt nicht so stark. Genau. Ganz kurz wieder noch reinmachen, das Dingens. 5 und 7. Hier das geringste mit 7, das ist völlig falsch. 3 ist okay. Und den tauschen wir aus. Dem 5er Aufladungsdingens. Die schönen alten Monado-Angriffe aus dem ersten Teil. Sehr geil, sehr geil. Gut. Das zu diesem Teil. Oh, guck mal da. Ich glaube, ich komme nur von da oben gesprungen, bestimmt. Das war mal schönes. Technik-Lizenz, jawoll. So kann es weitergehen. So kann es weitergehen. Jetzt brauchen wir Heiler, richtig? Ach. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Und sie hat ja auch schon 30 gerade. Ganz vergessen, ich habe hier schon von Anfang an, welche ich ausgewählt habe. Läuft. Von oben nach unten bei ihr. Ja, passt. Sehr schön. Ach man, das ist voll soweit. Gott. Da muss ich erstmal nichts weitermachen. Saubere Sache hier. Kaum bist angekommen, kriegst du Low-Verstärkungssachen für alles. Sehr, sehr geil. Ich habe noch. Ich habe doch hier gut gelandet, bin ich doch auf dem weichen Dingens. Mist. Man, die beiden da sind völlig desinteressiert an mir, aber ist egal. Kann ich auch nicht auswählen gerade. Ah, sehr schön. Hat irgendwie AOE Schaden gemacht gerade. Danke. Jetzt kann ich sie auswählen. Na. Ja, keine Chance, ihr Luschen.
There goes the enemy. Nimm das, Keule. Ich hab 3 Sachen auf der Karte gerade, die angezeigt werden, wo ich was finden kann. Das ist echt eine krasse Gegend. Also komm, kommst du hier rein, kriegst nur Sachen zum Aufrüsten deiner ganzen Charaktere. Schon ein bisschen übertrieben, dass das auf einmal alles kommt. Du hast vorher gebraucht dafür und jetzt zack. Nimm einfach. Ich meine, ich nehme das auch, aber... Oh ja. Oh mein... Nein, Rex! Hat da wieder typisch Schaden gemacht, das gibt's doch nicht. Du solltest nicht mehr Schaden drauf sein, das gut für dich ist, Rex, das weißt du doch. Rexy Man. Fällt mir eigentlich immer bei dem Boss hier gerade eine fette Kette machen sollen, weil bis XP kann ich es doch gebrauchen, irgendwie. Nicht dran gedacht. Meins. Zack. Harmoniepunkte, aue. Oh, rennt der einfach durch mich durch. Dem geht's wohl nicht. Nicht in Ordnung. Ganz und gar nicht in Ordnung. Und das. Danke. Und da wäre das Lager auch gesäubert. Doppeldanke also in dem Sinne. Oh. Entweder auch, nee, eher unter mir als über mir, ne? Sieht es aus, als könnte ich da hinspringen. Ja, es ist in der Richtung, also wahrscheinlich direkt unter mir. Das Kies? Ich weiß, könnte auch mal das Ding da sein. Aber es sieht so aus, wenn ich da nicht rankomme, außer wenn ich hinspringe tatsächlich. Also, whoop. Den Leiter, ja genau, geht nicht bis zum Ende. Danke. Hui. Gut, ist aber ein Knopper Medal, das war jetzt nicht so super relevant für irgendwelche Technik-Sachen. Habt ihr hier noch Container? Da. Nimm das, jenes. Immer auf die Schnute rauf. Immer mit in die Fresse rein. Passt gar nicht, musikalisch, aber ist egal. Na komm schon. Jawoll, ja. Muss doch noch was sein. Ah, was ist da unten? Auf einem Baum. Ja, da wird wohl das Item sein. Okay, hier runter. Hier ist wohl nichts weiter. Schade. Hüpf. Da ist wieder was. Da oben drauf fahre ich aber schon noch nicht. Ach, sieht aus, als wenn es auf der Brücke oben drauf wäre, da. Ach, noch mal hochlaufen. Ich könnte von da aus da runter springen, schätze ich. Oder aber ich muss da oben rauf, wo es glitzert. Oder beides vielleicht sogar. Ah. Na. Na, sag mal. Halt. Alter. Rexman. Schwarzer Splitter. So, mein Radar ist jetzt wieder leer. Da ist wohl doch nichts hier drin. Ja, okay, gut. Ah, wir haben das wichtige Item. Läuft ja auch schon mal, ne? Ja, ab zum Ausrufezeichen, würde ich sagen. Da brennt irgendwas. Ach, ist das Ausrufezeichen, okay. Ah, Nebelbiest. Flüchtlinge, schätze ich. Hey, Jeffro. Kennen wir den? Ich glaube nicht. Oh. Was eine Gang. Hey, bist du Matthew? Der Enkelsohn des alten Meisters? Ja, kommst du bekannt vor. Warst du nicht mit Großvater befreundet, sag mal? Ja, ich heiße Jeffro. Hab früher mit deinem Großvater trainiert, weißt du?
Also bis auf den Bart sieht er aber auch nicht sehr alt aus. Und ein paar Falten hier oben. Ich hatte gehört, dass Conny 9 einige neue Rekruten kriegt. Hätte nie gedacht, dass du es bist. Schön, dass du es dir gut geht. Ja, gleichfalls. Und was treibst du so hier? Naja, im Moment habe ich die Befreiung dabei, Überlebende aus der City aufzuspüren. Ja, gut gemacht. Ach doch, zwei sind da. Sieht aus, als wäre das nicht sehr erfolgreich gewesen, ne? Naja, gut beobachtet. Während meiner Runde habe ich ein paar City-Bewohner entdeckt, die gerade von kerbestischen Soldaten angegriffen wurden. Ich habe versucht, sie zu retten. Bin so schnell gerannt, wie ich konnte, aber naja, du siehst ja, was aus geworden ist hier. Es war töricht von ihnen überhaupt zu versuchen, sich gegen diese hartgesottenen Soldaten zur Wehr zu setzen. Nun ja. Können wir dir vielleicht irgendwie helfen? Nett, dass du fragst. Wenn es euch nichts ausmacht, dann könnt ihr mir helfen, ihre persönlichen Besitztümer einzusammeln, ja? Was? Ja, wir Citybewohner haben so ein lösendes Licht auf, wenn wir sterben, weißt du? Deshalb sammeln wir alle Sachen ein, so Kleidung, Waffen und so weiter, und bringen sie den Angehörigen und Freunden. Das ist so eine Art Tradition bei uns. Na, wir werden uns zurückziehen, sobald ihr fertig seid. Dann könnten es sich immer noch ein paar Feinde hier rumtreiben, oder? Na, mit anderen Worten, fürs Blauen ist keine Zeit jetzt, später aber schon. Alles klar, was soll's, wir machen. Ja, danke. Tja, wir tun, was wir können, nicht wahr? Immer stets bemüht. Jethro. Hallo, du Tasman. Die kleine lustige Gürteltiere wieder, ich mag sie. Na, Pump? Bisschen schade, bloß ich gerade hier. Ah, toll. Die Kollektion bereits voll habe, weil ich ja schon vorher gezielt gegrindet und gefarmt habe. Und jetzt hier vor den Sachen, die ich aufsammle, entsprechend nicht mehr so viele Vorteile habe. Meins? Ich will das Papa gut aufsammeln, Mensch. Lass mich doch mal. Menado irgendwas burn. Na. Nice. Danke. Ja, ja. Eins hätten wir. Wartenstück. Ach, verdammt, das ist. Ich wollte gerade die Karte aufrufen. Hier wurde ich bis. Oh, unterbrochen. Zwei blaue sehe ich gerade. Oha. Und beide nebeneinander. Das soll doch nicht erlaubt werden, sowas. Zur Strafe stirb. Zack, zack. Komm schon. Zu den Schlangen, scheiße. Wollte nicht scheuert, der Typ. Naja, egal. Und weg mit dir. Level up, na endlich. Wurde mal Zeit. Achtung! Fuckbeast! Ah, noch eine Raupe. Noch eine blaue Raupe, vor allem. Die kommen doch mal raus im Blau, die Dinger. Na komm, wenn du mal ist, dann gibt's auch wohl noch einen Tag Prügel, gar kein Problem. Bin ich total dabei und so. Oh yeah. Toppel, Spinning Edge, alles auf einmal. Hauen wir raus. Hauen wir einfach raus, das Zeug. Aber wieder kein Eintrag mehr vollständig gerade. Mist. Hier, was ich gucken wollte, genau, siehst du. Die Karte scheint doch hier. Also entweder ist das hier ganz komisch gemacht. Aber hier ist ja. Wahrscheinlich ist einfach hier so ein. Ja, wird schon irgendwie gehen. Das hängt schon zusammen. Alles andere wäre ein bisschen komisch. Let's keep going. Noch so einer. Bitteschön. Ich muss blau besiegen, wie es aussieht. Hilft ja nichts. Für die Sammlung! Was mich erinnert, ich habe ja noch aus dem ersten Gebiet irgendwie noch ein, zwei offene Gegner, die ich nicht gefunden habe. Also habe ich so gesehen doch nicht alles fertig bisher, aber ich wüsste nicht, wo ich suchen soll. Ich hoffe, es gibt noch, weil ich die geheimen Bereiche noch mal erkunde, wo ich noch nicht gewesen bin. Wenn es denn geht. Sonst keine Ahnung. Ich muss aber generell sagen, es tut der Reihe oder dem Spieler gerade sehr gut,
ein DLC zu sein und deswegen nicht annähernd so lange zu gehen wie das Hauptspiel. Du hast trotzdem ähnlich viel krasse Momente drin, natürlich nicht in der Quantität, aber in der Qualität. Du levelst angenehm schnell, du machst angenehm schnell Fortschritt. Das ist ja im Hauptspiel Teil 3 doch sehr langsam. Du hast zwar auch immer, aber stetig und so weiter, aber du hast langsam. Weil das Spiel einfach mal über 100 Stunden lang dich leveln lassen muss und ich muss über, keine Ahnung, 20 oder so. Da ist das Pacing natürlich ein völlig anderes im DLC und das ist sehr angenehm, muss ich sagen. Ich will zwar schon, dass das Hauptspiel trotzdem schön lang ist und so weiter, wie er bisher auch, wenn er zu Teil 4 kommen sollte. Aber es mal in dieser Form, dieser komprimierten Form, wie ein Teil im DLC zu sehen, ist schon geil. Und ich muss auch sagen, es ist noch besser als Torna, weil Torna hat sich irgendwie gestreckt angefühlt, teilweise. Weil man die ganzen Quests, die Nebenquests machen musste, um mal dazu kommen. So eine Hürde habe ich bisher hier nicht gehabt. Und ich glaube, die kommt auch nicht mehr jetzt. Ja, im Prinzip im Storytelling kurz vor Ende des DLC, schätze ich mal. So sagen sie ja, ne? Ich habe auch zwei Gebiete vor mir und dann den Endboss. Das ist tatsächlich sehr angenehm, das Pacing. Besser als ein Torna. Mag ich. Mag ich echt, echt gern. Aha, noch ein Unbekannter hier. Komm. Man merkt aber gar nicht, obwohl sie über das Level drunter sind, dass es blaue Gegner sind, weil sie so schnell tot gehen. Merkwürdig. Bin ich echt so stark? Wahrscheinlich. Eintrag voll. So muss das. So muss das. So haben wir alles. Wollen wir nicht. Das war jetzt alles optional. Ich muss da unten weitergehen. War ja klar. Und nein, guck mal da. Da ist doch eine... Ah, okay, ich komme da drüber gelaufen. Alles klar, da ist eine Landzunge. Okay. Läuft. Nebelspalt. Es wurde, glaube ich, im Spiel nicht gesagt, aber ich denke mal, dieser Nebelspalt hat auch ein bisschen was mit dem Annihilationseffekt zu tun. Ist halt einfach ein Zeichen für das Zusammenmergen der beiden Welten. Apropos, ich weiß ja, was wir auch besprochen haben, aber das ewige Jetzt, Beyond the Now, was ja Zed und alle, die quasi Zed erschaffen haben, indirekt ihre Gedanken, ihre Ängste und Furcht, dieses End of Now war ja auch gar nicht Endless gewesen. Denn der Annihilationseffekt, der war ja vorhanden und der war ja nicht zu stoppen. Und die hätte irgendwann ganz Aionios ausgelöscht wahrscheinlich und dann trotzdem weitergemacht. Mit dem, was eben keiner wollte, der Fusion und der Explosion und Neuordnung der beiden Welten. So gesehen wahrscheinlich Zed irgendwann spätestens daran gescheitert, dass die Welt selbst einfach sich bekämpft und selbst ausgelöscht hätte, wenn wir nicht gekommen wären. Wäre dann ein absolutes Sad-Ending gewesen, was wir jetzt natürlich vermeiden konnten. Aber naja, nur mal so am Rande. Ich weiß, wie gesagt, ich habe schon mal erwähnt habe. Aber an sich ist es ja so, denke ich. Also wenn das der Todesstoß ist, bekomme ich keine Bonus-Items. Das ist sehr traurig. Oh, wird sehr persönlich. Sehr persönlich hier, würde ich sagen. Aber geht da nicht. Ich muss wieder was bekämpfen vorher. Ich bin da schon fast wieder ein Level höher. Ich muss eigentlich diese Bonus-XP durch Bosskämpfe haben hier im DLC, weil ich einfach so gut XP kriege. Das waren Gegner geben genug. Sorry, ja. Das kleinere Pacing und die kleinere Spielzeit, die hilft dabei extrem. Ich wollte trotzdem das hier haben. Danke der Nachfrage. So. Hätten wir das. So, du Spinne. Spinn mal weiter, woanders. Ja, durchaus. Die brauchen, hä? Ist das ein... Ach, okay, ich sehe, okay, ist ein Dunkelhoppler, ist ein Shadow Beast, ein Nebelbeast. Okay, darum die Musik. Au. Muss ich da lang? Ich muss bestimmt da lang, das ist optional wieder, ne? Ziemlich sicher. Na, Level Up, ich glaub noch nicht. Nee.
Aber noch ein Kampf wie dieser hier abgemacht, noch einer. Level up. Nein. Immer noch nicht ganz. Ein Kampf aber noch. Ach ja, das ist eine alte Waffe hier. Nee, kommt kein Bock. Ah, doch, spinne ich kalt. Weil, naja, man sieht's ja. Ich baue das Ding für den Pokédex. Meinen Spinnen wollte ich haben. Hier. Lass es ein bisschen rumschleudern, was soll's. Sieht gut aus. Und vollständig. Gott. Weiterlaufen. Aha. Hab ich dich. Harmoniewachstumslizenz. Awesome. Awesome. Menü. Hä? Oh. Oh Mann. Ja, nun. Mist. Nicht gesehen, was sie ankleben hier. Scheißteile. So kann ich nicht beim Menü aufrufen. Ah, zwei blaue, na toll. Oh nein, Rex. Natürlich wieder Rex. Wie gesagt, mehr Schaden austeilen als gut für ihn ist. Weil ich immer auf den Gegner zu, immer weiter, bis ich Klippe darf, habe ich Attacken. Auch nicht so ganz optimal. Los, ihr beiden. Beim Schadensbonus-Gedöns. Sehr schön. So aus dem Tod. Yeah. Ciao. Ja. With him goes the items. Toll. Toll. Hat alle Items ins Grab mitgenommen. Das ist nicht in Ordnung. Los, geht ab. Oh ja. Ach, auch egal. Kriegt er gar nichts. Naja. Bomben, Schalitze. Ah ja. Ich höre schon wieder was. Hey, was? Stirb bloß hier. Ah, da oben, da komme ich doch her, da war doch nichts mehr. Ah, da! Oh, ob mir das oben angezeigt, das Ding ist, ich glaube nicht. Schwarzer Kristall, jetzt haben wir das eine, was wir brauchen, um da drüben den nächsten Etherlift zu machen. Oh nein. Oh komm schon, ich muss doch einsammeln hier. Lass mich in Ruhe. Oh, mehr Käfer. Toll. Ach du Scheiße. Ich bin damit. Die war eben noch nicht da. Dreh sie einfach kurz um, ne? Unglaublich. Wow. Komm, Leute. Macht die alle kalt. Eieieiei. Gut, das ging ganz vernünftig gerade. Bisschen gequiert das Ganze. Ey. War Glimmer hier auch am Glimpse of Death. Oder so. Ja, ja, ein bisschen bloß. Moment, er ist tot. Ey, ist auch tot, krass. Die hatten echt gezielt bei der beiden Heiler angegriffen. Nicht doof, diese KI. Ausnahmsweise mal. Nimm das dafür. Zack. Und Doppelzack. Tot. Ich meine, ich muss natürlich dazu sagen, wenn ich jetzt kämpfe, bekomme ich Items von Gegnern, die ich wahrscheinlich auch für irgendwelche Sachen brauche, die ich halt durch Sammeln nicht bekomme. Das ist ja auch nicht verkehrt. Wir haben jetzt 3, 4. Sehr gut. Haut kaputt das Ei. Schnell, schnell, schnell. Yeah. Ein Tag vollständig. Sehr gut. War noch nicht sicher, wenn ich kaputt bekommen, Boys. Das schlüpft das Ding, aber wir haben es geschafft und das reicht uns. Und da ist eine Ätherquelle. Ich muss sie leider freischalten, indem ich den da besiege. Ist nicht schlimm. Muss aber gemacht werden.